Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich bin's, euer Max Deus, und ich habe vor, heute mal mit euch ein bisschen weiterzuarbeiten. Beziehungsweise die Sonne geht runter, unter, dann legen wir uns lieber ein bisschen schlafen. Dann kümmern wir uns am nächsten Morgen darum. So. Jo. Ach, müsste jetzt gleich oder noch morgen werden. Wir haben hier noch genug Fleisch. Gut. Das Feuer brennt noch. Brennt ja noch. Das ist nice. So. Ein Fleisch drauf. Wenn wir eben noch mal was trinken und dann warten wir, bis das Fleisch fertig ist. Und dann gehen wir rüber und fällen wieder ein paar Bäume. Ist es fertig? Ich muss aber auch bedauerlicherweise sagen, Freunde von mir waren nämlich so gemein und haben mich bezüglich gewisser Höhlen etwas ges... Hoppla. Hallo? Oder wieder drauf. Gewisser Höhlen so ein bisschen gespoilert, wo ich nicht gerade erfreut drüber bin. Aber ja, was kann ich da machen? Die haben mir gesagt gehabt, einfach so stumpf erzählt gehabt, dass es hier ein paar Unterwasserhöhlen gibt. So eine sogar nicht weit von hier, so irgendwo ein bisschen nördlich. Machen wir so. Ja, fand ich echt nicht toll, aber naja, was soll ich da jetzt machen? Jetzt wurde ich halt gespoilert. Und ja. Aber egal, ich heul da jetzt nicht drauf rum. Deswegen rum. Aber wenn es diese Unterwasserhöhlen gibt, die hier irgendwo in der Nähe sind. Ja, ich kann ja eh jetzt nichts mehr dran ändern. Jetzt weiß ich, dass die gibt. Können wir auch demnächst irgendwann mal schauen, dass wir die uns mal ansehen. Aber auch so eine kleine Bitte an euch. So. Egal ob in den Kommentaren oder privat oder sonst wo, spoilert bitte nicht, ja? Denn ich würde hier schon gerne einiges selber herausfinden. Klar, wenn ich jetzt irgendwie gar nicht weiß, wo ich was finden kann oder so, dann frage ich mal oder google ich selber, wie das jetzt vor ein paar Tagen da mit dem Waschbären, wo ich wissen wollte, wo die ungefähr gibt's. Aber ja. Vor allem das mit dem Spoiler. Das mit den Höhlen. Konnte ja auch keiner wi wissen, dass ich da irgendwie was zu wissen wollte oder beziehungsweise, dass ich mal irgendwo Hilfe haben wollte oder sowas. Weil diese Aufnahmen, die ich jetzt heute habe, die ich heute mache, die ist Tage bevor überhaupt die Folge mit den Dingens hier, mit der Waschbärensuche losging, entstanden, gemacht worden. Das heißt, es konnte so oder so eigentlich keiner wissen, dass ich hier
so wegen dem Waschbären zum Beispiel Hilfe gebraucht habe, wo zu finden. Und deswegen verwundert mich, dass. Keine Ahnung, wo die sind, ich sehe die nicht. Aber trotzdem, Leute, seid einfach mal nett, spoilert nicht. Wenn ich Fragen habe, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben oder sonst wo. Aber bitte nicht spoilern, ja? Wenn keiner von uns will gespoilert werden, wir wollen alles schön gerne noch selber in Erfahrung bringen. Wir machen beiden kleinen. Sind doch die kleinen, oder? Ne, das sind die großen. Fuck. Egal. Und solange ich warte, kann ich eben mir noch ein Energy hier bekommen. So. Jo, das war ein großer. Verdammt. Egal. Klar, wir haben jetzt auch zwar die Taucherrüstung und so, wir könnten auch eigentlich direkt uns auf die Suche machen nach diesen Höhlen. Aber aktuell will ich das jetzt nicht, nur weil ich gespoilert wurde. Wir nehmen den Baum. Fällt er genau auf mich, scheiße. Ja, wir hatten auch in den letzten Tagen. Wir sind auch mal mehr die Insel erkundet. Trotzdem. So spoilern und zu sagen, hier in die Höhle müsst ihr gehen, da findet ihr das und das. Finde ich geht nicht. Klar, ich wurde jetzt nicht, zum Glück nicht gespoilert, in welcher Höhle hier zum Beispiel die Kettensäge ist, wofür wir hier die Benzin hier haben. Zum Glück nicht. Aber trotzdem, spoilern, lasst bitte sein. Wenn ihr selber das noch nicht gespielt habt, so könnt ihr gerne miträtseln oder so. Aber lasst das spoilen. Spoilern hier. Und auch jetzt eine kleine Ankündigung. Leute, die bei mir in den Kommentaren spoilern, dessen Kommentare werden entfernt. Also da werde ich keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Einfach weil so. Hallo?
Tschüss, Bambi. Ja, die Höhlen, die ich bisher entdeckt habe, die habe ich hier auch alle markiert. Aber die, die ich noch nicht entdeckt habe, die möchte ich bitte nicht gespoilert kriegen. Jo, na genau, auf meinen Wagen. Wir nehmen den Baum. Boah, ich dachte schon, das wäre ein Riesenmutant, der Baum da hinten. So wie aus Fallout hier so ein Behemoth. Solche Mutanten gibt's, ey. Ich höre sofort auf zu spielen. Wann ist der genau, Bambi? So. Oh, geil, haben wir gleich wieder 3 voll. Jetzt brauchen wir noch mehr Stöcker und Baumstämme. Ich finde es aber schon auch ein bisschen nice, so einen Wald direkt vor der Tür zu haben. Oh, der hat 4 gegeben, nice. Den nehmen wir und den nehmen wir. Haben wir Stöcke auch wieder voll. Wir fahren mal ein bisschen weiter da vorne. Hallo Bambi. Nehmen wir uns den hier. So, dann haben wir den hier auch wieder voll, nice. Haben wir noch Fleisch auf Tasche? Da ist Fleisch. Brauchen wir noch mal gleich wieder ein paar Schildkröten. Schildkrötenpanzer müssen wir auch noch mitnehmen. Hallo. Da kommen sie schon. Genauso wie die Ureinwohner da hinten wieder. So, den haben wir.
schon. Hallo. Ja. So, jetzt haben wir dich. Schade um den Panzer, aber den können wir ja jetzt leider nicht mitnehmen. Wir können ein andermal wiederkommen. Aber dann machen wir uns wieder ein kleines Feuerchen. Schmeißen die beiden kleinen rein. Die müssen jetzt auch gleich fertig werden. Ja, fertig. Nice. So, dann sammeln wir eben hier noch ganz schnell die Stöcke ein. Haben wir's. So. Wir nehmen den großen hier. Ich habe irgendwas gehört gehabt. Komm schon. Ich glaube, das müsste auch gleich reichen, wenn wir den voll haben. Da sind sie. Die scheint tot zu sein. Hä? Warte mal. Dann gehen wir wieder nochmal hier drauf. Jo, den haben wir erwischt. Hey, raus aus dem Wasser!
Knochen. Ich brauche leider den Knochen, ja. Wo ist denn der? Ah, da ist der. So. Jetzt brennen. Und den kümmern wir uns später. Der haut ab, okay. Okay, sie ist tot. Ey. Ah, der ist wieder da. Oh, der Wichser. Der haut ab. Okay. Er haut ab. Aber auch ganz schön viele Pfeile verballert. Warte mal, dann. Kleines Feuer. Oder warte mal, wir schnappen uns den trotzdem mal. Wenn der abhaut. Hey, hier geblieben. Hier geblieben, du. So, den haben wir. Oh, hier ist ein Zahn. Alles klar, die haben wir ausgeschaltet. Ah, da liegt er. Okay. Dann machen wir das mal so. Haben wir wieder Knochenrüstung. Nice. Hier müsste auch irgendwo noch ein Pfeil rumliegen. Ja, die Waffe brauchen wohl eher weniger. Wie interessant, wie der Stein da geflogen ist. Ich würde sagen, wir warten hier eben, bis die Knochen fertig sind. Und dann holen wir uns das da hinten ab. So. Und den gibt es keinen mehr hier. So, hier haben wir wieder 11. Nice. Wir haben wieder Knochenrüstung, jede Menge. Hierfür brauchen wir auch wieder Stock. Hey, haben wir gut gemeistert. So. Da sind sie. Da sind die restlichen Baumstämme. Rollen immer noch fröhlich vor sich her. Aber wir haben hier noch einen Baumstamm. Zwei. Wir haben noch zwei Baumstämme. Und keine Power mehr. Keine Ausdauer. Hier passt aber auch nichts mehr. Das heißt, wir müssen so drüber rennen.
So. Jetzt ist die Frage, wird das passen, was wir hier haben, oder? Für einen Baumstamm hätten wir noch Platz. Weiß jetzt nicht, ob wir da hinten noch einen irgendwie übersehen haben, vergessen haben. Aber ist jetzt auch egal. Kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Und dann, hiermit sage ich auch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.